Ja. So. Hallo. Gut, da hast du die Dings. War die einzige, die frei war. Hat der Bubi dir gegeben? Achso, ja. So, dann dürfte ich die Fotografen bitten, dass wir mit der PK anfangen können. Wir werden gleich noch nach der PK eine Möglichkeit haben, einen Fotopunkt im Stadion. Dort können Sie dann auch noch Bilder machen. Ich würde Sie nur bitten, während der Pressekonferenz, um den Ablauf nicht zu stören, nicht zu knipsen. Vielleicht nochmal zwei, drei Dinge zum Ablauf der Pressekonferenz. Erstmal möchte ich Sie begrüßen zu dieser außerordentlichen Pressekonferenz, zu den Veränderungen in unserer sportlichen Leitung. Hier oben auf dem Podium sind der Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Fillis und unser neuer Cheftrainer Peter Neururer. Wir werden das so machen, dass erst beide Gesprächspartner hier ihr Eingangsstatement abgeben, dass dann die Möglichkeit besteht, für die anwesenden Journalisten Fragen zu stellen. Wir müssten auch ein Mikrofon haben, da der Marvin, unser Praktikant, an der Seite steht, bereit für eure Fragen, und dass wir dann, wenn die Fragen alle beantwortet sind, auch noch ein 1:1 anbieten. Erst Herr Fillis mit den Hörfunkteams, Herr Neururer, dann mit den TV-Teams, und dass wir danach wechseln. Also wir werden nicht zuletzt, weil es doch sehr, sehr viele Teams sind, hier mehrere 1:1 Interviews anbieten, aber so haben dann sowohl die Hörfunkteams als auch die TV-Teams die Möglichkeit, ein abgesetztes Interview hier vorne dann nochmal zu machen, und dann ganz am Ende werden wir dann nochmal ins Stadion gehen. Nun aber erstmal zu uns, und da die Bitte an Hans-Peter Fillis, kurz zu sagen, warum wir heute zusammengekommen sind und vielleicht auch ein bisschen die letzten zwei Tage Revue passieren lassen. Ja, vielen Dank, Herr Schönhals, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch ganz recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie wirklich so zahlreich erschienen sind, und ich hoffe, in den nächsten Wochen wird das auch der Fall bleiben, dass wir hier positive Dinge zu verkünden haben und letztendlich auch gemeinsam mit Ihnen den VfL wieder dahin bringen, wo er viele Jahre hingehört hat, das heißt ins gesicherte Mittelfeld in der zweiten Liga und dann auf Dauer natürlich in die erste Liga, aber das ist heute nicht Thema. Das Thema kennen Sie, das ist ja publiziert worden heute Morgen schon. Wir hatten, was den Aufsichtsrat angeht, aber auch den Vorstand angeht, ein sehr intensives Wochenende. Wir haben uns zweimal sehr ausgiebig heißt über 6 bis 7 Stunden jeweils mit der aktuellen Situation des VfL Bochum befasst. Sie alle kennen die Situation, Sie alle haben im Hinterkopf das Spiel in Berlin, wo die Mannschaft eben nicht die Leistung gezeigt hat, die wir von Ihnen erwartet haben. Und letztendlich der Auftritt nach dem 0:3 gegen Aue hat uns dazu bewogen, uns letztendlich im Aufsichtsrat im wahrsten Sinne des Wortes dort einzuschließen und dann eine Entscheidung zu treffen. Und das ist die absolut positive Nachricht. Wir wollen mit Peter Neururer als Cheftrainer jetzt die nächsten Wochen gestalten. Und wir sind sicher, dass wir mit ihm als Cheftrainer letztendlich die Klasse erhalten werden. Die positive Nachricht ist natürlich auch verbunden mit einer negativen Nachricht. Negativen Nachricht, was die beiden Menschen und wirklich mir sehr ans Herz gewachsenen Kollegen angeht, Jens Todt und Kalle Neitzel. Das war nicht einfach, weil wir wirklich hervorragend zusammengearbeitet haben. Aber letztendlich haben die Rahmenbedingungen uns dazu bewogen, uns von Kalle Neitzel und von Jens Todt zu verabschieden. Und wenn Sie mitbekommen hätten, wie beide hier heute verabschiedet worden sind und wie sie sich verabschiedet haben, hat man ganz klar gesehen, sind absolute VfLer und stehen zum Verein. Und die Botschaft zum Schluss beim Rausgehen von beiden waren: Wir wünschen der Mannschaft, wir wünschen dem Verein, dem Umfeld und allen Fans natürlich alles Gute. Und das haben sie nicht gemacht, weil es eine Pflichtübung war, das möchte ich hier nochmal ganz klar betonen, sondern weil es absolute Überzeugung war. Aber nichtsdestotrotz haben wir die Entscheidung getroffen. Wir haben gemerkt, dass im wahrsten Sinne des Wortes auf den Schultern unserer Mannschaft eine schwere Last liegt. Auch Ihnen wird das nicht entgangen sein.
Und wir wollen jetzt nicht die Last von der Mannschaft direkt auf Peter Neururer hier verlagern, aber wir brauchen einen Menschen, einen erfahrenen Menschen, der darüber hinaus noch Mitglied beim VfL Bochum ist und den Verein, unseren Verein seit vielen, vielen Jahren positiv begleitet hat, nicht nur in seiner Funktion hier als Trainer, als erfolgreicher Trainer, sondern immer als kritischer Beobachter und jemand, der immer hier vor Ort war und letztendlich mit dem VfL Bochum mitgefiebert hat. Wir erwarten von Peter Neururer insofern sehr viel, dass ein Stück weit Last von der Mannschaft weggenommen wird. Und das, was er kann, ist nicht nur das Sportliche. Ich glaube, darüber braucht man überhaupt nicht zu diskutieren. Seine sportliche Expertise ist bekannt. Aber wir erwarten von ihm natürlich jetzt nochmal eine Motivation für die Mannschaft und im wahrsten Sinne des Wortes ein Miteinander zwischen Mannschaft und Trainer. Ich will nicht sagen, dass es vorher nicht gegeben hat. Aber nochmal ein Schub und wir haben uns wirklich dazu entschlossen, mit ihm jetzt hier zusammenzuarbeiten. Und wir haben auch, das gebe ich sofort hier zu, wir haben auch überhaupt keine Alternative hier diskutiert. Uns war sofort klar, wie das Anforderungsprofil in dieser Situation, in der der VfL Bochum ist, wie dieses Anforderungsprofil auszusehen hat. Und da sind wir sofort auf Peter Neururer gekommen und wir haben uns dann getroffen. Wir haben uns näher kennengelernt, wir kannten uns nur so auf Sicht, will ich mal sagen, lieber Herr Neururer. Und dann haben wir gestern Abend, relativ spät abends und auch sehr, sehr schnell geeinigt, dass wir hier gemeinsam für die Zukunft des VfL etwas gestalten wollen. Letzter Satz, wir müssen jetzt in den nächsten Wochen im wahrsten Sinne des Wortes auf Sicht fahren. Wir haben die nächsten 6 schweren Spiele vor uns. Und wir sollten jetzt auch nicht mehr in den Rückspiegel gucken, denn die Vergangenheit müssen wir abhaken. Wir werden ab heute, ich will nicht sagen bei Null anfangen, sondern letztendlich eine neue Ära hier beginnen wollen. Und die beginnt mit Peter Neururer. Und insofern nochmal herzlich willkommen hier bei uns in Ihrem Verein. Und wir freuen uns sehr und wir sind stolz darauf, dass Sie wieder bei uns hier angekommen sind. Vielen Dank, Herr Phillis. Unser Aufsichtsratsvorsitzender hat es gerade schon angedeutet. Von 2001 bis 2005 war Peter Neururer schon einmal Cheftrainer hier an der Castroper Straße. Und die erste Frage ist natürlich, welche Gründe ausschlaggebend waren für ihn, zu sagen, ich mache es noch einmal. Ja, ich freue mich in erster Linie wieder zurück zu sein. Es kommt ja oftmals dieses Klischee oder diese Plattitüde, ich bin wieder zu Hause. Ich fühle mich so, das ist richtig, aber ich möchte es nicht benutzen. Ich möchte nur erwähnen, welche unglaubliche Resonanz ich erhalten habe, als es bekannt geworden ist oder auch vorher schon, dass es möglicherweise sich dahingehend entwickelt, dass ich wieder zurück zu, in An- und Abführung, meinem VfL zu kommen. Es rief mich zum Beispiel, und damit beantworte ich die Frage ein bisschen ausschweifend, aber es rief mich zum Beispiel Heribert Bruchhagen an heute Morgen, sagte, Peter, du bist verrückt, aber das ist dein Verein und du musst es machen. Daraufhin habe ich gesagt, Heri, warum muss ich es machen? Allein schon wegen Werner Altogör. Auch einer dieser Gründe, warum ich, als ich gestern Herrn Phillis persönlich kennengelernt habe, den ich für den richtigen, würdigen Vertreter bzw. Nachfolger von Herrn Altogör halte, wirklich keine 10 Sekunden brauchte. Beim guten Tag sagen war es mir klar, dass ich wieder unbedingt zurückkommen möchte. Es kam Antworten von anderen Vereinsvertretern, unter anderem auch wiederum Bruchhagen, die alle davon überzeugt waren, bzw. sind, dass wir gemeinsam, ich nicht, aber wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen werden, um uns dann zu unterstützen und dem VfL Bochum auch im Sportlichen alle Möglichkeiten und Unterstützung in Zukunft anzubieten. Das hat mich unheimlich gefreut und da sieht man irgendwo den Stellenwert dieses Vereines in der Öffentlichkeit, in der gesamten Bundesliga und im gesamten sportlichen Bereich. Und zu solch einem Verein zurückzukommen, ist für mich was Großartiges. Das Einzige, was nicht großartig ist, ist der Zeitpunkt. Ich hätte logischerweise lieber einen anderen Zeitpunkt angeboten bekommen, aber es war ja kein Bedarf. Ich bin froh, hier zu sein, aber ich weiß ganz genau, dass es die schwierigste Aufgabe ist, die ich bisher im Profifußball hatte. Das habe ich auch heute Morgen angesprochen und da gibt es ja ganz schlaue Bekannte bzw. Kollegen von Ihnen, die sagten, ja Moment mal, du warst auch bei Hertha BSC. Das ist richtig, ich war auch bei Hertha BSC, aber im Gegensatz zu Hertha BSC habe ich hier beim VfL Bochum A, meine Heimat, meine sportliche Heimat, hier Menschen um mich herum, die ich kenne, die mich einzuschätzen wissen und Arbeitsbedingungen und eine Mannschaft, die mir die Möglichkeiten geben, gemeinschaftlich ein Ziel zu erreichen. Und das war bei Hertha BSC nicht der Fall, da bin ich reingelaufen und war chancenlos. Also Hertha bitte nicht mit VfL Bochum zu vergleichen. Ich bin jetzt hier
und ab sofort wird nicht viel, was mir schwerfällt, nicht viel geredet, sondern mehr gearbeitet. Was mir schwerfällt, da sage ich, das Arbeiten macht mir Spaß. Das Reden nicht unbedingt, das muss gehört dazu. Wir werden die ganze Angelegenheit beim VfL Bochum bis zum Abschluss dieser Saison mit drei Leitfäden, Artikel begleiten, die da heißen Leidenschaft, denn ohne Leidenschaft kann man nichts erreichen, die da heißen absolute Disziplin und die da heißen Verantwortung. Denn ohne Verantwortung für den Verein, ohne Verantwortung für die verschiedenen Positionen innerhalb des Vereines, ohne Verantwortung für die Fanschaft und für die Verantwortung und ohne Verantwortung der Stadt Bochum gegenüber, werden wir dieses Ziel nicht erreichen. Und diese drei Dinge werden in den Vordergrund geschoben und dann geht es eben los, hoffentlich mit Punkten, so viel Punkten, dass wir nicht in die Relegation müssen, so viel Punkte, dass wir nicht im Abstieg was zu tun haben werden. Es wird sehr, sehr schwer, aber ich bin davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Danke. Vielen Dank. Damit ist die Fragerunde eröffnet. Wer möchte beginnen? Günther Pohl. Marvin, könntest du bitte mit dem Mikrofon rumkommen? Die erste Frage. Peter, wer wird dich auf dem Platz und außerhalb des Platzes in Bezug auf Thema Co-Trainer unterstützen? Die Unterstützung habe ich vom gesamten Verein. Ab heute, Günther, du weißt es, wir waren in ähnlicher Situation. Da ging es uns nur wesentlich besser, weil wir den Aufstieg vor Augen hatten, den es dann zu realisieren galt. Derjenige, haben wir gar nicht mehr so viele, die die Karten abreißen. Ja? Derjenige, der die Mannschaft betreut, ob es Andi Pahl ist, über die Physiotherapeuten, über den Arzt, über die Co-Trainer, bis hin zum Herrn Felix, sind ab sofort eine Einheit. Wenn sie sich noch nicht so fühlen, dann werden sie dazu gemacht, denn ohne eine Einheit werden wir hier den Erfolg nicht haben. Begleiten in der engeren Arbeit, das meinst du wahrscheinlich, wir haben uns gerade lange zusammengesetzt, Thomas Reis, Darius Wosch und meine Wenigkeit, und wir sind darüber eingekommen, dass in Spielsichtungsbereichen Reisi genau das macht, was er bisher auch gemacht hat, dass Darius Wosch mit dazukommt als der Co-Trainer, vergleichen wir es mit der Situation, die wir von damals kennen. Da war Nico Michati einer meiner Assistenten, Frank Heinemann einer meiner Assistenten und genauso werden wir es jetzt bei Thomas Reis und bei Darius Wosch auch handhaben. Peter, noch eine Frage an dich über die Vertragsdauer, über die Länge. Gibt es einen Anschlussvertrag oder erstmal ein 6-Spiele-Engagement? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist ein 6-Spiele-Engagement. Arrangement und ich wiederhole mich da. Wir fahren jetzt auf Sicht. Priorität Nummer 1 hat neben der Leidenschaft und den anderen Werten, die Peter Neuruhr gerade angesprochen hat, letztendlich die nächsten 6 Spieltage. Und dann werden wir uns neu treffen und zusammenkommen. Aber Prio 1 nochmal nur 6 Spiele. Ich hoffe nicht, dass es 7 werden oder 8, denn dann müssten wir in die Relegation. Klaus Fischer vom WDR. Eine Frage an Peter natürlich. Leidenschaft, Verantwortung, Sachen, die man jetzt zumindest in den letzten Spielen nicht mehr so gesehen hat. Wie hast du denn die Mannschaft gesehen und wo siehst du die größten Defizite? Also mir stellt erstmal ein Urteil zu, wie jedem anderen, eben auch immer als Außenstehender. Und ich war der Außenstehende, der die Mannschaft betrachtet hat. Ich habe fast alle Spiele gesehen, das VfL Bochum, zumindest die Heimspiele. Und hatte keine Kenntnisse, hat sich jetzt geändert, über das, was hier in der Trainingswoche abgeliefert wurde. Von daher ist immer eine ganz gefährliche Kiste da, irgendwas rein vom Analytischen herauszutun. Aber ich glaube, wenn ich die namentliche Besetzung dieser Mannschaft sehe, dass diese Mannschaft immer imstande sein muss, die Liga zu erhalten. Ich habe, und da bin ich sehr, sehr kritisch mit beobachtet worden, von vornherein gesagt, ich erinnere mich an das erste Spiel zu Hause gegen Dresden, als ich hier mit auf der Tribüne gejubelt habe, der VfL Bochum gewonnen hat. Günther, du magst dich daran erinnern, du warst auch derjenige, der mich mitbeschimpft hat. Ich habe gesagt, diese 3 Punkte gegen Dresden waren Punkte gegen den Abstieg und keiner hat es geglaubt. Und daran liegt das Problem. Das Problem, das wir jetzt im Augenblick widerspiegelnd im Tabellenbild haben. Keiner hat geglaubt, dass es möglicherweise zu dieser Situation kommt, weil die Situation teilweise, ob auf verschiedene Spieler bezogen oder auf die Gesamtheit bezogen, einfach nicht realistisch eingeschätzt wurde. Es wurden Sachen dargestellt nach außen, durchaus verständlich für den Außenstehenden, durchaus verständlich dargestellt, dass man sie so bewertet, aber
Der Einzelne war sich der Situation gar nicht bewusst, in der die Mannschaft des VfL Bochum und damit der Verein des VfL Bochum reingerät. Es ist immer noch reparabel, aber mehr als der Klassenerhalt ist eigentlich nicht drin. Und das ist für den VfL Bochum äußerst traurig, so eine Zielsetzung zu haben. Die ursprüngliche war ja eine andere. Aber die konnte man nicht erreichen, nicht mit der Mannschaft. Ich würde gerne noch eine Frage stellen an Herrn Phillis. Peter Neururer, alter neuer Trainer, jetzt Todd, nun auch nicht mehr in der sportlichen Verabschiedung. Wie gehen Sie denn mit dieser zumindest von der Person her Lücke jetzt um? Wird das auch eine Übergangslösung geben? Bleibt diese Position bis zum Ende der Saison vakant? Oder haben Sie da schon Pläne im Kopf? Nein, wir haben da schon Pläne im Kopf und über die möchte ich mich aber jetzt noch nicht äußern. Sie werden aber ganz kurzfristig hierzu eine Antwort hören. Also das heißt, jetzt ist die Frage zu früh? Jetzt ist die Frage zu früh. Gut. Joachim Koll. Marvin, kommst du auch noch? Ja. Ja, eine Frage nochmal. Peter, du gehst hier also ein Engagement ein für nur 6 Spiele, und damit findest du dich also im Risiko, selbst wenn du den Klassenerhalt schaffst, dass sie dich vor die Tür setzen, oder? Glaube ich nicht. Also ich muss ja irgendwas vorleben als Trainer. Wir sind gemeinschaftlich jetzt, nicht unbedingt, weil ich jetzt erst dazugekommen bin, aber wir sind, ich darf doch gemeinschaftlich sagen, weil ich auch Mitglied dieses Vereines bin. Ich verleugne natürlich meine Mitgliedschaft zu Schalke 04 nicht. Das darf ich hier in Bochum. Von daher, wir sind gemeinschaftlich in die Situation reingeraten. Wenn ich als Trainer mit Überzeugung nach vorne gehe und sage, so, wir machen jetzt eine Verabredung bis zum Ende der Saison, dann würde doch jeder sagen, Moment mal eben, der will möglicherweise sich auf irgendein Kissen ausruhen und egal was da passiert, hat er weniger mit zu tun, der hat ja schließlich seinen 1-2-3 Jahresvertrag. Das ist mein Ding nicht, das ist mein Denken nicht. Du kannst dich vielleicht daran erinnern, Franz Josef, der ein oder andere hat es damals falsch dargestellt. Als wir mit dem VfL Bochum 2005 abgestiegen sind, als ich, nicht der VfL, der einzig Schuldige an diesem Abstieg war, da stehe ich zu. Ja, ging damals um Verpflichtungen, die da getätigt wurden, bei der ich die volle Unterstützung des Vereins hatte, aber ich die alleine vermasselt habe, bin ich abgestiegen. Und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich noch 2 weitere Jahre einen Vertrag beim VfL Bochum. Den habe ich auch, ja, zwar unter Tränen, aber habe ich liegen lassen, den habe ich auflösen lassen und bin dann weggegangen. Im Nachhinein sage ich leider. Aber auch da habe ich schon gezeigt, dass ich mit dem Verein was Besonderes, nein, kein normales Vertragswerk habe, sondern was Besonderes empfinde und fühle. Jetzt habe ich es vorgelebt und ich bin davon überzeugt, wir haben auch darüber gesprochen, wir schaffen den Klassenerhalt und dann wird mein Verbleib beim VfL Bochum länger dauern. Aber über die Dauer haben wir noch nicht gesprochen. Nee. Wir suchen keinen Schuldigen, sondern wir suchen eine Lösung. Ja. Aber Peter Neurer wollte ja eigentlich aus dem Trainerjob raus. Deswegen meine Anschlussfrage. Immer vorausgesetzt, der Klassenerhalt wird geschafft. Peter, kannst du dir vorstellen, später vielleicht hier als eine Art Sportdirektor zu arbeiten? Also Frau Schulze, ich wollte nicht aus dem Trainerjob raus. Ich habe mich ganz klar positioniert, oder man hat mich ganz klar positioniert in diesem Bestseller Peter Neuro aus dem Leben eines Bundesliga-Trainers. Da ist ganz klar gesagt worden, wenn bis zum Ende dieser Saison kein Angebot aus Deutschland, aus der ersten und zweiten Liga kommt, ja, dann höre ich auf, dann mache ich nur noch meine Arbeit bei Sport 1. Ja. Es sei denn, Vereine wie der 1. FC Köln, Schalke 04 und VfL Bochum sollten anrufen. Das hat der VfL Bochum mich aus dieser misslichen Lage herausgerissen. Die haben mich vorher schon angerufen. Und jetzt möchte ich logischerweise so lange wie möglich für diesen Verein arbeiten, mit diesem Verein arbeiten und mein Trainerarrangement nicht aufgeben. Wenn ich irgendwann, was ich nicht hoffe, nicht mehr auch vom körperlichen her und vom Gefühl her mit den Spielern auf einen Nenner zu kommen bzw. auf einer Ebene zu legen, wenn ich dieses Gefühl haben sollte, dann werde ich aufhören und dann gegebenenfalls, wenn hier Bedarf sein sollte, liebend gerne Sportdirektor beim VfL Bochum werden. Aber die Frage müssen Sie uns dann auch stellen, Mann. Ja, ja, gut. Man kann sich drauf verlassen. Das wäre der zweite Schritt. Okay, danke. Die zweite Frage. Michael Eckert von der WAZ. Könnten wir das Mikrofon da vorne weitergeben? Vielen Dank. An Herrn Phillis vielleicht. Es ist noch nicht ganz lange her, da haben Sie Ihre Bereitschaft bekundet, mit Jens Todt weiterzuarbeiten über das Saisonende hinaus. Jetzt ist der Sportvorstand, Manager, Schrägstrich, ja in der Regel nicht so nah dran an der Mannschaft, dass er Ergebnisse direkt beeinflussen kann. Also
Warum hat sich in Bezug auf Todd Ihre Sichtweise dennoch geändert? Ja gut, Herr Eckert, die aktuelle Situation, also das, was immer kolportiert wurde und sehr oft ja auch geschrieben wurde, dass wir bereits kontrahiert hätten, war schlichtweg falsch. Wir haben mit Jens Todt über eine Vertragsverlängerung diskutiert, wir haben es andiskutiert, waren aber im absoluten Anfangsstadium zu dem damaligen Zeitpunkt. Und ich kann nur wiederholen, uns haben natürlich auch die Ereignisse sehr überrascht. Man muss natürlich auch sagen, dass der Sportvorstand letztendlich auch für die Zusammensetzung des Kaders mitverantwortlich ist. Das muss man einfach so sehen. Und man kann nicht nur immer dann, sag mal, blank ziehen bei einer Person, sondern man muss dann die Konsequenzen in toto ziehen. Und das hat übrigens Jens Todt auch ganz klar eingesehen, dass es dann für beide letztendlich ein bisschen eng wurde. Und dann haben wir eben diese Entscheidung auch für beide getroffen. Und Jens hat das sofort absolut akzeptiert. Und er weiß ja, mit welchen Fragen oder mit welchen Dingen er konfrontiert worden ist. Es haben leider, muss ich sagen, eben nicht alle Transfers zu 100% eingeschlagen. Das muss man so sehen. Und er weiß das auch. Er ist da selber natürlich sehr enttäuscht drüber. Und da muss man eben fragen, ob man dann mit jemandem zusammenarbeitet, der eben diese oder die ein oder andere, ich will nicht sagen Fehlentscheidung, aber Entscheidung getroffen hat. Und das ist akzeptiert worden. Das ist wie im ganz normalen Wirtschaftsleben. Wenn Sie hier und da eben nicht zu 100% performen, dann trennt man sich. Der große Schlamann an der Seite? Herr Neuroger, Sie haben gerade selber gesagt, das wird wahrscheinlich die schwierigste Aufgabe, die Sie je hatten. Das sind nochmal 6 Spiele, Abstiegskampf pur. Sie sind ein sehr emotionaler Mensch. Inwiefern haben Sie auch Respekt, vielleicht auch gesundheitlich vor dieser Situation, vor diesen 6 Spielen? Gesundheitlich? Ich gehe davon aus, ich bin gelernter Sportwissenschaftler, dass ich die Spieler nicht unterfordern werde und nicht überfordern werde, dass alle Spieler gesund bleiben bis zum Ende. Mein Arzt. Ich habe gesagt, nachdem wir uns gestern unterhalten haben, habe ich eigentlich meinen Arzt nicht mehr gesprochen, aber werde ich gleich mal machen. Nein, ich habe am 9. Juni des letzten Jahres einen Herzinfarkt erlitten, hatte vorher schon sehr, sehr gute Werte, habe jetzt mittlerweile noch bessere Werte, aber trotz der guten Werte vorher ist mir das passiert. Gleich keiner, der hier sitzt, kann sich von irgendwelchen Dingen freimachen. Ich habe nur mal irgendwo gesagt und irgendwann gesagt, diesen Herzinfarkt hätte ich nicht erlitten, wenn ich im Job gewesen wäre, wenn ich als Trainer tätig gewesen wäre, weil es macht mir Spaß. Auch in dieser sogenannten oder auch vorhandenen oder nicht vorhandenen Drucksituation macht es mir einfach nur Spaß. Ist natürlich keine Erholung, keine Frage. Aber bedingt dadurch, dass ich eben aufs heiterem Himmel einen Herzinfarkt bekommen habe, habe meine Lebensführung geändert. Ich rauche nicht mehr. Ich nehme sonst auch keine Drogen zu mir. Habe ich aber vorher auch nicht gemacht. Von daher, ich bin topfit. Ich habe gute Werte. Das alte Gewicht. Gesundheitlich läuft alles. Das ist eine schöne Story. Ne? Ja. Der Neuroger ist drogenfrei. Ja. Aber noch nicht so lange. Okay. Ja, das ist Fazit, ne? Da hatten wir schon mal eine. Ja. Schwester mal an Kinder. Herr Kolli, warten Sie noch einen kurzen Moment, dann kommen wir noch mal mit dem Mikrofon rum. Danach machen wir dann Uwe Dietz hinten vom WDR und dann auch den Günther. Peter, dein Vertrag bei Sport 1, ruht der oder ist der jetzt aufgelöst oder sagst du schon was über deinen Nachfolger? Ich hab heute Morgen nochmal mit dem Chef gesprochen, Olaf Schröder, und der hat gesagt, ich bin jederzeit willkommen, kann jederzeit wieder zurückkommen. Ich mache jetzt die Dienstagabendsendung noch, die ja berühren den Trainingsbetrieb und den Spielbetrieb beim VfL Bochum nicht, den Fan-Talk. Und ansonsten, logischerweise, ich kann ja nicht Zweitligaspiele kommentieren als Trainer des VfL Bochum. Kommentiere ich unsere eigenen Spiele, das reicht mir. Also, der Vertrag ist, der ruht und kann jederzeit wieder auferleben. Nur, ich hoffe, wie gesagt, dass ich beim VfL Bochum bleibe, nicht bei Sport 1. Gut, dann machen wir jetzt Uwe Dietz und danach Günther Pohl. Marvin, könntest du das Mikrofon noch dem Uwe einmal schnell rüberbringen? Ganz drogenfrei habe ich eine Frage an Herrn Phyllis. Und zwar, es gibt ja einige Horrorszenarien, die wir in den letzten Wochen auch gehört und gelesen haben, zu der Situation, wenn der VfL Bochum tatsächlich in die dritte Liga absteigen sollte. Können Sie noch mal skizzieren, wie überlebenswichtig die zweite Liga für den VfL Bochum ist?
Gut, die ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtig, ist mir ein bisschen zu extrem. Denn das heißt, wir hätten im Aufsichtsrat oder die Organe in Toto hätten einen falschen Job gemacht oder einen schlechten Job gemacht. Natürlich gibt es Szenarien, und ich habe viele, viele Jahre große Unternehmen geführt, wo sie Plan B und Plan C dort haben müssen, und den haben wir auch. Nur wir wollen den Plan B, Abstieg in die dritte Liga, erst gar nicht ziehen. Aber ich kann Ihnen garantieren, dass der Verein dann eben nicht in die Insolvenz geht, sondern all das haben wir eben vorbereitet, genauso wie auch für die zweite Liga. Wir sind, Ansgar Schwenken ist hier auf der linken Seite, wir sind relativ weit, was die Lizenzierung angeht. Da haben wir sehr, sehr intensiv, aber auch sehr ruhig. Wir haben nicht jedes Mal, wenn wir ein Tor geschossen haben, sind wir damit in die Öffentlichkeit gegangen. Also die betriebswirtschaftliche und die finanzielle Situation, ich kann nicht sagen, die ist solide, aber letztendlich ist sie beherrschbar und führt in beiden Szenarien nicht dazu, dass der VfL Bochum, wie leider der ein oder andere Verein hier in der Nachbarschaft, dann in die Insolvenz gehen müsste. Günter Polen nochmal, Marvin. Peter, nochmal eine Anschlussfrage zu deinen Verträgen. Der Tipico-Vertrag ruht auch? Der muss ja ruhen, ist ja klar. Ich hätte noch zwei interessante Aufträge beim ersten, wenn der erste FC Köln jetzt zu uns, und gegen Köln, ich weiß. Wenn die zu uns kommen würden und wenn der Peter, was anderes, Kontakt zur Mannschaft, hat es den schon gegeben, gibt es den gleich, Trainingsprogramm, Inhalte, Dauer, Training in dieser Woche, irgendwelche Veränderungen und vielleicht mal die Schwerpunkte deiner Arbeit in den ersten 2-3 Tagen in Kulisse kennenlernen. Dann gibt es Mittwoch einen Trainingsfreitag, ich glaube, den gibt es nicht. Nein, der ist gestrichen. Und vielleicht, dass du das mal zusammenfasst. Also Kontakt zur Mannschaft über den Kapitän Lute, der mich angerufen hat. Haben wir uns kurz unterhalten, den Rest machen wir in den nächsten Tagen. Restunterhaltung. Er hat mir nur ein paar Sachen klargestellt aus seiner Sicht. Ich habe ihm recht gegeben, darum geht es aber nicht. Ansonsten habe ich eine Einschätzung zu einzelnen Spielern, situative Einschätzung einzelner Spieler mit Darius Wosch und mit dem Thomas Reis besprochen. Trainingsprogramme, Inhalte, Günther, verstehst du, die werde ich natürlich noch nicht so klar formuliert kundtun. Trainingszeiten sind klar, also der freie Mittwoch, der ist nicht frei, wird trainiert. Morgen ist Dienstag, genau, morgen ist zweimal Training, 10 Uhr und 15 Uhr, Mittwoch 10 Uhr. Donnerstag 10 Uhr und möglicherweise 15 Uhr, das hängt davon ab, nachdem ich auf die Werte der Spieler geguckt habe und nachdem die Spieler, die morgen bei der U23 zu spielen haben und spielen, wieder zurückkommen. Dann sind wir am Freitagmorgen um 10 Uhr zum Training. Am Samstag um 9.17 Uhr, ist das richtig? Um 9.17 Uhr fahren wir mit der Deutschen Bundesbahn nach Cottbus. Trainieren um 17.15 Uhr in Cottbus, spielen dann am Sonntag gegen Cottbus und am Montagmorgen ist normales Regenerationstraining. Hast du die ganze Mannschaft schon gesehen? Siehst du sie heute noch oder erst morgen? Den Kader sehe ich erst morgen früh. Da vorne nochmal, Marvin. Etwas weiter, genau. Herr Neuro, sind Sie selber ein bisschen überrascht darüber, welch außerordentlich großes Interesse nicht nur heute hier, sondern auch, wenn man sich das Internet anschaut, an Ihrer Person es offensichtlich gibt, dass so eine Figur wie Sie, die ja jetzt über Jahre nicht mehr im großen Showgeschäft ganz vorne stand, dass Sie jetzt wieder eine Rolle spielen? Also im großen Showgeschäft habe ich noch nie vorne gestanden. Fußball war ich eigentlich immer involviert, auch in den letzten beiden Jahren, in denen ich nicht unter Vertrag stand in der ersten oder in der zweiten Liga hier, da war ich für Sport 1 tätig, war da auf allen Plätzen, vordergründig natürlich hier beim VfL Bochum bei den Heimspielen von Schalke 04. Ich war also in der ersten und in der zweiten Liga immer unterwegs, von daher bin ich informiert. Das große Interesse hat natürlich auch mit der Situation des Vereines zu tun, in erster Linie. Und zum anderen damit zu tun, dass ich genau weiß, dass ich jemand bin, der sehr, sehr stark polarisiert. Es sind mit Sicherheit nicht nur Freunde von mir da, sondern auch einige, die die große Hoffnung haben, dass ich nicht unbedingt erfolgreich bin, aber das gehört damit dazu. Aus dieser Reibung kann ja auch eine gewisse Qualität entstehen, weil sich dadurch Energien freimachen, sich dagegen zu wehren.
Ich freue mich, dass die Resonanz so groß ist, weil damit ist der VfL Bochum, zwar wenn auch im Negativbereich jetzt, weil ein Trainerwechsel zustande gekommen ist, der ja nie positiv sein kann, aber im Gespräch. Genauso wie ich vorhin gesagt habe, dass ich mich freue, wieder hier zu sein, freue, wieder hier zu Hause zu sein, hätte ich mir einen anderen Zeitpunkt gewünscht. Aber einem anderen Zeitpunkt wäre wahrscheinlich die Interessenslage ihrerseits nicht so groß. Also wenn wir zur neuen Saison zusammengekommen wären, um eine neue Zweitligasaison oder möglicherweise eine Erstligasaison zu planen oder vorzustellen, dann wäre das Interesse nicht so groß. Aber so sind wir alle. Ja, je extremer die Situation, so größer die Interessenslage. Ich wünsche, dass im Verhältnis zu den hier Anwesenden von der Frequentierung dieses Presseraumes wir ähnliche Frequentierungen sehen innerhalb des Stadions, wenn wir das erste Heimspiel hier haben, nächste Woche Freitag. Und wenn all die, die mir positive Wünsche zukommen haben lassen, ob es über Internet ist oder über WhatsApp, wie heißt das heute, also über Facebook, über meinen Privatanschluss, der heute Morgen mehr oder weniger geplatzt ist, über weit über 500 E-Mails andere Nachrichten, SMS und so weiter, wenn die alle ins Stadion kommen und den VfL unterstützen, dann haben wir schon eine ganze Menge erreicht. Dann haben wir die Unterstützung, die wir brauchen. Und denn der Zuschauer, der muss auch wissen, jeder Einzelne, der noch so Frustrierte, für jeder hier Verständnis hat, der muss wissen, jetzt brauchen wir keine mehr, die uns mit Hohn überschütten, wir brauchen keine mehr, die uns auspfeifen, jetzt brauchen wir jeden Einzelnen. Und da bitte ich höflichst, innigst drum, eine Gemeinschaft darzustellen, die alle nur ein Ziel haben, den VfL Bochum in dieser Liga zu halten, um dann irgendwann was weiteres wieder aufzubauen, um dann irgendwann mal wieder nostalgische Glücksgefühle zu entwickeln, wo wir mal waren, wo wir hergekommen sind, da wollen wir wieder hin. Aber vordergründig ist jetzt der Klassenerhalt. Stehen Sie auch für eine Frage zur Verfügung? Ich habe heute Morgen gelesen, ein Abstieg hätte für den VfL ein Desaster von 30 Millionen Euro zur Folge. Können Sie das bestätigen oder sagen Sie, nee, das stimmt nicht? Das stimmt nicht und ich wundere, wo Sie das gelesen haben. An mehreren Stellen. Bei dir? Da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall hart dran. Da war bestimmt eine Null zu viel. Ne? Ja. Nein, ich sage, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Also die 30 Millionen, die würden mich jetzt wirklich ganz nervös werden lassen. Dann müsste ich jetzt sofort eine Auszeit nehmen. Aber Herr Schwenken hat die Frage richtig beantwortet. Er hat nur gesagt, die Zahl stimmt, die könnte ja auch höher liegen. Nee, Günther hat gesagt, da ist die Null zu viel. Gibt es weitere Fragen an die handelnden Personen? Das ist nicht der Fall, dann darf ich erstmal den ersten Teil, also sprich die Fragerunde, beenden. Wie gesagt, sowohl Herr Phillis als auch Herr Neurower stehen jetzt noch für ein 1:1 zur Verfügung. Da bitte ich aber sowohl die TV-Teams als auch die Hörfunk-Teams, das zusammenzufassen. Und für die Fotografen nochmal die Information, danach können wir nochmal rüber ins Stadion gehen und auch 2-3 Fotos machen. Ansonsten danke ich für die Aufmerksamkeit und ich denke, wir sehen uns am Freitag zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Cottbus.